Nach Clau von Giovannis Parodie, Pietro enttäuscht von Katze. Daniela Katzenberger, 31, ist offensichtlich doch kein Fan von Giovanni Zarellas, 40, Blogger Liefe. Seit einigen Wochen amüsiert der sympathische Moderator seine Community mit lustigen Parodie-Clips und Bildern von bekannten Influencern. Seine Opfer wie zum Beispiel Model Ann-Kathrin Brömel, 28, oder Fitness-Beauty Pamela Reif, 21, selbst finden die Nachahmung super komisch. Nachdem nun auch die Kultblondine ein Foto von kopiert hat, entstand der Eindruck, dass auch die Katze denselben Humor teilt. Laut Gios Kumpel Pedro Lombardi, 26, ist das allerdings nicht der Fall, im Gegenteil. Daniela Katzenberger hat das Bild von 1:1 kopiert. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil das 1000 Leute machen, weil es einfach auch lustig ist, erklärte seinen Fans auf Instagram. Zu Beginn fanden auch Gio, Pi und ihre Kumpels die Katzenbergsche Kopie lustig und kommentierten das Pic der Blondine fleißig. Bis der Liebsten von Lukas Cortalis, 50, die Anspielungen zu viel wurden und sie die Kommentarfunktion nach wenigen Minuten deaktivierte. Für den DSDS-Star habe die Wahlmalor-Queenerin dies nur noch mit dieser Aktion getoppt. Jetzt kommt die Krönung. Viele haben persönlich geschrieben, ich habe es selbst gelesen, wir haben ihr, Anmerkung. Red, geschrieben Apostroph ist der coolste und sie hat uns einfach blockiert. Für ist der Morve komplett unverständlich. Er halte sehr viel von Dani und könne nicht nachvollziehen, warum der TV-Star so reagiert habe. Ich persönlich finde das sehr, sehr schade, weil ich finde eigentlich sehr sympathisch und so etwas macht dich wirklich sehr, sehr schwach als Charakter, dass wenn ein anderer Name in deinem Profil erwähnt wird, man alle blockt und es nicht gönnt, schloss der Papa des kleinen Alessio, 3, das Thema ab.